Die habe ich auch vor einiger Zeit erst geschnitten, die Folge. Die ist noch nicht mal hochgeladen. Wo ich den Lachanfall hatte. Das war Folge 376 ist das. So. Ich habe sie nämlich noch auf der Platte. Ich habe sie geschnitten. Ich muss sie hochladen. Ich habe bestimmt noch 50, 60 Folgen, die nicht hochgeladen sind von uns. Das ist doch gut. Ja, Material ist da. Ich schneide jetzt erstmal alles durch, was ich jetzt noch auf dem Stick habe. Das sind jetzt nochmal so 18 Folgen. Und dann kann ich es ja quasi einmal hochladen. Dann lade ich schon 50, 60 Folgen hintereinander weg hoch. Aber, naja, mal schauen. Also, Material ist noch genug da, sagen wir es mal so. Ja, hey, Enrico. Alter! Oh. Vom Sven bin ich das ja gewohnt, aber vom Enrico doch nicht. Oh. Ja, auf jeden Fall. Das mit den Dingern hätte ich nicht falsch aufgehört. Oh, ich komme mit, Enrico, ich will gehen schwimmen. Der ist da gerade abgestürzt. Sven, red mal wieder mit uns. Ah, verdammt. Ach, Glück hat. Nein. Ich bin gleich voll da drüber, aber noch mal hängen geblieben an dem Ding. Bei mir in Autos. Ah.
Ach Mann. Enrico, bist du dann auch an den Autos eben hängen geblieben? Ja. Naja, das ist mir nämlich am Mosch schon passiert, wenn wir drüber springen, ja. Ja, wenn man Richtung gespawnt wird, macht das Spaß. Ne, ich bin da eben beim Rüberspringen. Da mal irgendwo hängen geblieben an einem. Aber glatt 6:13. 6:13:000. Markus sieht da vorne einsam seine Kreise. Der will jetzt einer am anderen und wo sie so die Punkte. Genau, siehst du? 6:13:000, genau als Punktlandung. So, jetzt haben wir wieder RPG gegen Insurgent. Was wäre denn was los mit dir? Ja, warum sprichst du? Sprich schon irgendwie seit gefühlt einer halben Stunde nicht mehr. Du darfst aber bitte uns sprechen. Oder er mag gerade nicht. Was soll ich denn sagen? Wir überhaupt irgendwas mal mit uns sprechen. Ach, die Map, das Ding hier. Ja, die Palette. Ne, das ist doch nicht. Heute nicht. Einfach mal mit uns sprechen oder sowas. Ist ein bisschen blöde, wenn du dann immer nicht sprichst. Markus, du musst schießen auf ihn, sonst treffe ich mich selber. Upsi, dich habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Gut gemacht. Ich bin weg. Hast du eigentlich das Palettending mit in der Playlist? Ich hab gerade einen Wirt hier in der Weiß ich gerade nicht. Und genau im gleichen Moment holt der Enrico sich den Markus noch. Genau drauf geblendet.
Nee, aber es ist genau der Punkt gewesen. Sven ist gestorben und genau im gleichen Moment stirbt Markus. GG. Also. Das Behältending war nicht auch lustig eigentlich. Oder ziemlich lobby. Ziemlich lustig. So. Dann schauen wir mal, aber die zwei da oben mal runterbekommen. Mal einen runterholen. Ja. Du bei Sven. Nein, nein. Da ist ja nichts zu runterholen. Zumindest bei ihr nicht. Moin. Sven, guck mal, ich leg mich freiwillig vor dir nieder und du fängst einfach auf mich an zu schießen. Fängst einfach damit an, auf mich zu schießen. Scheiße. Ich hab mich freiwillig vor dir hingelegt und dann. Das ist der Dank, weißt du? Alter. Kann jemand sind? Hast du aber Glück gehabt, dass ich nicht da durch die Lücke kam? Du hast so gedacht, so, oh, passt du da jetzt so oder passt du da nicht so? Das war wahrscheinlich ziemlich knapp. Oh, scheiße, in dem Moment. Kann auf einmal durchziehen, ey. Ich habe einen voll durchgezogen, ja. So. Eins, eins. Meine erste Reaktion, ich habe erstmal gegen den Burton.
Ja. Na? Wolltest du einsteigen? So ein bisschen hatte ich das vor, ja. Ich wollte dich eigentlich rausnehmen aus dem Auto. Ich habe jetzt überlegt, ob ich aussteige und ich verprügel, aber dann wärst du nach Rakete gekommen und hättest mich hochgejagt. Weil du hättest ja keinen Schaden genommen. Nein, ich bin wieder runter. Genau das ist es einfach. Oh, Alter. Der war gut. Ja, wie bei deiner Freundin. Nee, die pennt gerade schon wieder. Hast du sie so fertig gemacht? Nee, die ist nicht allgemein viel. Ich glaube nicht, dass du so weit kommst. Was? Du kommst, glaube ich, nicht mit den von Raketen von hier bis zu den Autos. Nee. Also die gehen kurz vorher, gehen die weg. Der lebt ja beide noch. Ach Mann, der braucht nicht so lange zum Nachladen. Ja. Ja, es gibt keine zweite Runde, Kollege. Nachladeprozess ungefähr 2 Stunden. Ich hab wieder genug. Hä? Was denn jetzt? Ich höre, wie jemand die Rolle gemacht hat. Ja, das war, glaube ich, auch gerade das, was mich gerettet hat. Weil getroffen wurde ich, ja, aber nicht viel. Alter. Ich hab mich voll aus dem Rico, Konzept gebracht. Rico ist gerade ein bisschen lost, habe ich das Gefühl. Nein, die Rakete hat mich voll aus dem Konzept gebracht. Ich hab mich zur Seite geschickt. Oh, der war gut. Beide, der trägt beide hintereinander. Hä? Ja. Alter. Nice. Richtig dabei. Nicer Scheiß. Ja. Nicer Scheißer. Nicht der Nicer Dicer, sondern der Nicer Scheißer. Gedreht die Runde. Ei. Ein Sturm bricht rein. Ich habe genießt, nicht gefurzt. Geht genauso. So. Na dann. Na dann. Ah, Hilfe. Ein bisschen von der Dings abgekommen. Der Markus hat schon 2 Raketen gefressen. Alter. Oh nein! Jag ihn hoch! Hä?
Wo bist du? Das ist eine dumme Scheiße. Wo bist du? Ich bin unten. Ja, dann hab ich. Hä? Ich bin was? Unten gespawnt. Du bist unten gespawnt? Ich hab dich doch runtergeschoben. Hab ich dich nicht runtergeschoben? Da bist du. Oh, sorry, Markus. Bist du dumm? Das ist so unfair, Alter. Gar keine. Der Rico ist jetzt mehr oder weniger gerade das komplette. Fühlt sich jetzt der Arbeit, Rico, ey. Hä? Wieso der stirbt der nicht? Jetzt. Jetzt. So asozial. Ich hab den eigentlich runter, ich hab den da runtergeschoben, weil der genau in der Lücke da in dem Torbogen oder was auch immer das war, stand. Ey. Ja? Also 3 hat Enrico schon gekriegt. Scheiße. Ah, clever gemacht. Ich habe hier extra zurückgedreht. Ja. Nee, das Problem war, dass meine Rakete an der scheiß blauen Wand, die da noch ist, hängen geblieben ist. Ach so, ja, die Ecke. Da, die ist da, noch so, da ist noch so ein Bauzaun links neben dem Auto gewesen. Ja, damit man da abreibt, wenn man hochfährt. Zwei, drei. Markus, sein Brunnen blubbert schon wieder. Hm? Markus, sein Brunnen blubbert. Hm. Oh.
Und tschüss. Oh Mann. Wo kam der denn her? Ich war beim ersten Sprung schon drauf und stand unten in dem Ding drin und bin dann einfach nur rumgefahren. Oh Mann, Alter. Ihr habt mich gar nicht mitgeschnitten, ne? Nein. Wir waren beide so auf Markus fixiert. Wollte ich gerade sagen, die waren so mit mir beschäftigt. Das habe ich gesehen. Ich hatte eigentlich schon Rico, der stand dort erst an der Stelle. Da habe ich gedacht, den kriegst du jetzt ganz heimlich da runter und dann bist du hochgegangen. Ja, komm wieder. Ich schubst dich doch nicht runter. Ich war doch oben. Du hast mir so einen Schlag gegeben, jetzt bin ich wieder runtergerutscht. Na, vor allem, du bist ganz kurz. Ich habe dich wirklich nur kurz berührt, dann bist du hochgeflogen. Das hat mich gereicht. Ja, weil da die Rampe war. Ich stand auf der Rampe. Ich wollte mich doch positionieren. Weil der Rico ist in dem Moment runtergegangen. Ich wollte den dann quasi mehr oder weniger von. Ja, von, ja ist wirklich besser. Ja, von hinten nehmen, ja. Guck mal, wie der unten steht. Jawohl. Hä? Der kommt da von da oben runter. Alles Gute, Kopfball. Alles Gute, Kopfball. Lass mich raten. Lass mich raten, Rico. Du wolltest gerade auf mich schießen. Da kommt ja. Kevs Auto von oben runter. Ja. Niemand kommt an meinen Mate ran. Stell dir erstmal so bildlich vor, Kev kommt von oben runter so kucku. Ja, so wenig war das eigentlich mehr oder weniger auch. Weil ich war ja mit oben drauf wieder gewesen, bin da nur ein Stück runtergefallen. In dem Moment schießt dann Rico auf Markus und das Ding prallt halt ab, ja. Ich opfer mich für mein Team. Du Opfer. Ja, passiert manchmal. Hat ja funktioniert. So, was haben wir jetzt als nächstes? Ein Team-Deathmatch. Okay.